und herzlich willkommen. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die immer wieder gestellt wird. Und ich glaube, es wird Zeit, dass ich dazu Stellung nehme. Und zwar, was ich denn von Nahrungsergänzungsmitteln halten würde. Ganz klar, ich bin Orthomolekularmedizinerin seit, ich weiß nicht, fast 30 Jahren. Also ich habe damit zumindest damals angefangen, mich um Vitalstoffe, also um die Wichtigkeit der Vitamine und Mineralien und Spurenelemente zu kümmern und weiß einfach, dass wir wirklich darauf schauen müssen, dass wir genug und genügend versorgt sind. Und da ich das schon so lange tue und auch immer dementsprechend diese Laboruntersuchungen bei meinen Patienten durchführen lasse, sehe ich einfach, dass da ein erheblicher Mangel besteht, insbesondere bei den Menschen, die im Stress sind, bei Menschen, die schwanger sind, bei Menschen, die viel Sport treiben, bei Menschen, die etwas älter sind, bei kranken Menschen und bei Menschen, die in den Städten wohnen. Ich habe, glaube ich, keine einzige Blutuntersuchung gehabt, bei dem nicht ein Vitalstoff gefehlt hat. Von daher bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir die ergänzen und ersetzen, die fehlen. Ein Krisenthema ist das Vitamin D, aber da habe ich schon selbst auch einige Videos dazu gemacht. Aber ganz generell, Nahrungsergänzung, ja oder nein? Ich weiß, wie sich Menschen ernähren und ich weiß, wie die Ernährungssituation im Zusammenhang mit Vitalstoffen ist. Die ist nämlich nicht ausreichend, auch wenn es immer wieder gesagt wird, dass wir genügend versorgt sind. Deshalb plädiere ich absolut dafür, dass es bestimmte Nahrungsergänzungsmittel gibt, die dann auch eingenommen werden sollen. Also um ganz es auf den Punkt zu bringen, ich beschäftige mich mit der Herstellung auch von solchen Produkten schon seit 20 Jahren. Ich habe jetzt, glaube ich, das fünfte Produkt herstellen lassen, weil es mir ganz wichtig ist, dass die Menschen, wenn sie denn Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ein wirklich erstklassiges, hochrangiges Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und zwar, dass die Basisversorgung zumindest erlaubt mit Vitalstoffen. Und das ist ein Mittel, also ein Nahrungsergänzungsmittel, das vital und fit heißt und das sie über Liebscher und Pracht bekommen. Wir haben es ganz einfach gehalten. Es gibt nur, also ich habe nur drei Nahrungsergänzungsmittel zusammengestellt, also die Rezeptur zusammengestellt. Und zwar deswegen, weil die eigentlich damit wirklich alles bedienen, was der Mensch als Basis braucht. Das ist einmal ein Übersäuerungsprodukt, das heißt Basen Plus. Das ist dazu da, um einfach die Situation um den Zellen zu optimieren, also aus der Übersäuerung rauszukommen und dann die Tür zu öffnen für die Vitalstoffe, die denn mit diesem Produkt Vital und Fit in die Zellen hinein gelangen können. Im Übrigen bei Vital und Fit habe ich darauf geachtet und das ist eine ganz große Besonderheit, dass wir nur die aktivierten Formen in den Nahrungsergänzungsmitteln enthalten haben. Das heißt nämlich, dass der Körper nicht noch Arbeit reinstecken muss, um Vitamine, die es in vielen Vorstufen gibt und in den meisten Nahrungsergänzungsmitteln im Übrigen zu finden sind, dass die schon in der aktivierten Form da liegen. Das heißt also, der Patient muss nicht mehr arbeiten, dass die aktiviert werden, sondern die können direkt in die Zellen eingeschleust werden und werden dann auch verbraucht. Und das dritte Produkt, das ist Gelenk und Faszien, das ist dafür da, weil unendlich viele Menschen an Schmerzen leiden. Faszien sind von der Struktur her verfilzt, Faszien sind oftmals zu kurz und die müssen wieder elastisch gemacht werden. Faszien sind auch Zwischenraumzellen und das ist das alte, der neue Begriff für das alte Bindegewebe und das muss natürlich optimal sein und deswegen haben wir eben noch diesen Nährstoff dazugenommen. Und alle drei zusammen bildet eine Basisversorgung, aber das entlässt keinen von ihnen, sich gut zu ernähren und bewegen. Deswegen heißt es nämlich Nahrungsergänzung. Und sich einfach dann auszuruhen und zu sagen,
ich nehme das ja, deswegen kann ich dann essen, was ich möchte, deswegen brauche ich mich nicht zu bewegen und ob ich dann übersäuert bin oder nicht, das regelt es auch. So einfach ist es nicht. Es ist nur wirklich eine kleine Hilfestellung, dass es Ihrem Körper insgesamt besser geht, weil um optimal zu funktionieren, brauchen wir eine gute Bindegewebsstruktur. Wir dürfen nicht übersäuert sein und brauchen halt all die Vitalstoffe, die die Zellen brauchen, um optimal arbeiten zu können. Und deswegen ein ganz klares Ja zu Nahrungsergänzungsmitteln, aber bitte gucken, wo sie herkommen. Sie sollten auch immer schauen, ob es irgendwelche Füllstoffe gibt, Konservierungsstoffe, Farbstoffe. All das sind bei unseren Nahrungsmitteln natürlich nicht, all das ist bei unseren Nahrungsergänzungsmitteln nicht enthalten. Die sind vegan, sie sind laktosefrei, sie sind glutenfrei, sie sind fruktosefrei, keine Konservierungsstoffe und stammen nur aus natürlicher Herkunft. Also ich habe wirklich alles berücksichtigt, was man so berücksichtigen soll und deswegen kann man die mit einem ganz, ganz guten Gewissen nehmen. Wie gesagt, aber nur oder am besten natürlich mit Kombination mit einer guten Lebensführung. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu ausführlich, aber das ist mir schon ein Thema, das mir am Herzen liegt und deswegen wollte ich das unbedingt nochmal aufgreifen. Wenn Sie mehr Informationen dazu haben können, dann geben wir unten einfach so einen Link, wo Sie nachlesen können, was genau drin ist, was enthalten ist. Und ansonsten gerne weitere Fragen und vielleicht nochmal ein Video dazu, spezieller, wenn ihr mögt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen nach oben. Natürlich auch, wenn dieser Kanal abonniert wird und wie gesagt, einfach auch schreiben, wenn noch Fragen offen sind. Tschüss!